I want to die. Aha, interessanter Name. Please do not end me. Scheiße. Okay, und wenn Jaina schon mal kein Mantle hat, dann ist das kein gutes Zeichen. Welche Erwartungen hast du eigentlich an die Herr der Ringe-Serie von Amazon? Ich habe null Erwartungen an die Serie. Ich freue mich auf sie, weil ich mich über jeden Herr der Ringe-Content freue. Oder zumindest Content aus Mittelerde, aus Arda, welche Seite auch immer sie nehmen wollen, mal gucken. Habe ich mir nicht angeguckt, ich habe mir den Trailer nicht angesehen. Aber ich habe null Erwartungen. Erwartungen zu haben ist dumm. Da wirst du enttäuscht, so wie bei Game of Thrones. Und ich bin nicht bereit, enttäuscht zu werden bei Herr der Ringe. Heißt, wenn es gut wird, dann freue ich mich sehr. Und wenn es schlecht wird, dann gleitet es von mir ab. You know? Dann ist es, was es ist. Over 45. Ich hatte null Erwartungen, hab den Trailer gesehen und wurde zutiefst enttäuscht. Deswegen guckt man keine Trailer von Dingen, die man eh guckt. Es ist doch legit richtig dumm, sich Trailer anzusehen von Sachen, die du hundertprozentig sehen wirst. Weil du musst dich ja nicht überzeugen, das zu gucken. You know? Dann wirst du nur gespoilert von allen Trailern. Weil die Trailer sind einfach immer, spoilern einfach den ganzen Inhalt. Boah, die Five. Tatsächlich ist Brom nicht Rumble, ja. Hast du überlegt, einen Hund zu holen? Nee. Also ja, Joke, ja. Aber die Antwort war nein für mich. Ich habe überlegt und die Antwort war nein. Ich bin auch nicht einsam genug, um einen Hund zu kaufen. Und mein Leben ist halt nicht wirklich suitable für einen Hund. Das wäre halt richtig scheiße für das arme Tier. Wäre halt keiner nice für mich, aber ich stream halt wirklich sehr viel und das ist halt dann nicht so geil für das Tier. Und dann kann ich auch nicht einfach wegfahren. Ich meine, ich fahre eigentlich eh nicht weg, aber ich könnte nicht wegfahren, wenn ich wegfahren würde. Weißt du, was ich meine? Angenommen, ich will dann für eine Woche wegfahren, habe ich einen Hund, dann kann ich nicht wegfahren. Wie oft fahre ich im Jahr für eine Woche weg? Im letzten Jahr einmal. Da sind wir 7 Tage lang nach Waibling gefahren zum Bootcamp. Und in diesem Jahr wahrscheinlich wieder eine Woche weg. Und das war's. Restliche Zeit bin ich hier, aber wow. Wir fahren ja dieses Jahr auch wieder zum Bootcamp, ne? Schon in 2 Wochen oder so. And cast away. Productive today. Hätte meine Heimatstadt so gefallen? Du meinst Stuttgart? Wir waren nur kurz in Stuttgart. Also halt wirklich für nur so einen Tag, als wir Kartfahren gegangen sind. Da haben wir auch nichts von Stuttgart gesehen. Weil einfach nur zu diesem Kartfahren-Ding. You're a natural. Waiblingen? Waiblingen soll eine Stadt sein? Ha! LOL! Du meinst dein Heimatdorf? Weißt du, was mich immer wieder mindblowt, wenn ich nach Süddeutschland fahre? Ich bin actually ein Berliner Stadtkind. Ich bin einfach ein ignorantes, dummes Stadtkind. Ich bin immer wieder mindblown, dass es Städte gibt oder Dörfer oder Orte, die hoch und runter gehen. Also Waiblingen und auch Stuttgart, die haben halt actually so in der Stadt Hügel und Berge. Es ist nicht einfach nur eine Ebene, weißt du, sondern es geht hoch und runter. Du läufst da lang, du bist auf dem Marktplatz und oben ist irgendwie K und C und A und du läufst so gefühlt 50 Meter nach unten und dann ist da der nächste Laden. So H&M oder so. Es geht einfach hoch und runter, ist voll mindblowing. Ist immer wieder eine Erkenntnis für mich. Wann immer ich den Süden besuche, ist einfach krass. Es geht actually hoch und runter. Es ist absolut verrückt. Ich denke immer so, was machen denn die Rentner? Ich habe da eine alte Frau gesehen, die mit dem Fahrrad einfach gefühlt senkrecht nach oben gefahren ist. Einfach so, die Frau war einfach so warm wie nein. Du hättest ihre Waden sehen sollen. Die war durchtrainiert. Weil die macht das halt ihr ganzes Leben lang. In Berlin, du lässt dich vom Wind tragen. Gerade liegende Fläche und dann bam. Fährst du nach vorne mit deinem Rollator. Ich war legit, ich bin immer wieder beeindruckt. Es gibt sogar Städte. Alter, das war so krass, als ich das erste Mal in Stuttgart war. Da hatten wir ein Offline-Event. Und zwar die Weltmeisterschaft, die Wintermeisterschaft.
2017, wo ich das erste Mal Deutscher Meister geworden bin, da war ich das erste Mal in Stuttgart. Und da sind wir Auto gefahren, vom Hotel zum Veranstaltungsort. Und meine Ohren haben geploppt. In der Stadt. Weil es so hoch und runter ging. Weil der Höhenunterschied so krass war. War voll krass. Also das ist echt wild, was ihr da im Süden macht. Also das ist wirklich verrückt. Einfach Städte auf Hügeln bauen ist schon irgendwie anstrengend. Die armen Menschen, die da leben müssen. Aber ich bin mal wieder beeindruckt. Minions have spawned. Ah, wirklich krass. Ich werde es nicht vergessen. Das ist eine Story, die ich noch meinen Kindern erzählen. Und ich werde nie Kinder haben, also kann ich sie eigentlich niemandem erzählen. Aber hey, ich würde sie ihnen erzählen. Wenn ich könnte sie den Kindern meines Bruders erzählen, falls der jemals Kinder hat, actually. Das ist doch smart. So, wir spielen gegen Casey Galawis. War nicht Galawis irgendein so ein französischer Comedian? Nee, Remy Gala hieß der. Aber auf jeden Fall ist KC ein französisches Team, das wissen wir alle, K-Corp. Und jetzt wollen wir mal sehen, was passiert. Ah, Mama! Warum liege ich und warum bin ich jetzt bodyblocked? GG. Ist das Cabo Shot? Chat? Kann einer nachgucken? Ich muss es wissen. Weil Cabo Shot ist ein kompletter Psychopath. I need to know. Wäre ich jetzt auf der dritten Wave gedived von Lee Sin und ihm? Oh, Botlane. Ja, GG. Aufpassen, wenn er hier QE macht, verliere ich den Trade so hart. Ich könnte auf der Stacken Wave gedived werden. Es ist Cabo Shards, okay. Well. Dann wird Glück sein, dass er noch Volibear gepickt hat und nicht irgendwas anderes. Werde ich vielleicht trotzdem gedived? Er ist so ein Psycho, ne? Like, seht ihr das, was ich meine? Ich schaffe mich rauf, aber ich muss halt flashen, weil er Ignite spielt. Beziehungsweise spiele ich Dima, sonst wäre ich ja komplett fucked, aber ich bin trotzdem sehr fucked. Einfach niemals leashen dürfen, wenn ich gewusst hätte, dass Cabo Shot ist. Hätte ich auch nicht geleasht, bin ich ziemlich sicher, dass ich smart genug gewesen wäre, nicht zu leashen. Mann, der flasht einfach mich rauf für Damage, jetzt wäre ich gleich von die Sinn getaucht. Ich muss so viel Dimaten, wie ich kann. So far. Nein, Botler. I don't wanna do this anymore. Don't wanna be the reason why. Muss leashen und wir verlieren Botzeit. I don't wanna hurt him anymore. Don't wanna take away his life. I don't wanna be a murderer. Turbo Shock Rockets! Okay, jetzt der Psycho ist tot. Und mit dem. Meine ich scheinbar mich, denn ich bin auf jeden Fall dead. Da kann ich mich noch schieden vor mir kneizen? Nice, ich lebe. Psycho down, Twitch, jetzt Psycho down. Top is a complete psychopath. Kompletter Psycho. Kann ihn permanent töten. Aber bin ich gut überhitzt, actually. Ich hätte echt gedacht, ich bin schlecht überhitzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin gut überhitzt. Weil er kann mich halt nicht stunnen in seinem Dingens. In seinem E und dann bam. Wenn ich mal wieder am Ende durchging, sein dreckiges, schmutziges, dirty Ignite. First Strike mit dann gegönnt. Wir können auf jeden Fall Toplane töten, Talon, du und ich. Mit keinem Summoner-Spell Blitz und keinem Summoner-Spell entzünden. Er hat Sheen, er ist One-Hit. Er ist legit so squishy. Aber dann again, wenn er Ult hat, bin auch ich ziemlich squishy.
I don't wanna hurt him anymore. Don't want to take away his life. Da habe ich mir selbst einen Ohrwurm gemacht. Muss ich dieses Lied zu Ende hören, damit der Ohrwurm weggeht. Ja, wäre ich getaucht, mit wohl über Ult ich Sinn. Ich habe natürlich Dematerializer und Ult, also ich könnte die Wave trimmen. So ein Psychopath, Mann. Weil ich kann nicht wirklich zur Lane laufen, ich bin tot. Dolphin ist hinter mir. Ach man, es ist so boring. Warum leash ich Level 1 und am Turm sterben? Und mit der. Er kriegt dann den Kill alleine wenigstens. Dolphin ihn gebufft und kriegt trotzdem noch einen Hiss. Ach man, es ist so scheiße, dieses Game. Ich hasse meine Rolle. Ich begegne einen solchen Psychopathen. Der ist einfach. War einfach in meinem Face. Dolphin moved hoch. Ich kann nicht in den River laufen. Ich kann nichts tun. Just taking it up the ass. Ach goddamn, ich hasse meine Lane. 30 CS zu 50 jetzt, Mann. Oh. Oh, bitte gewinnt Botset und carried mich. Ich hab keinen Bot mehr. Was ist meine Rolle? Ich weiß nicht, ob Kenny mit Level 6 geworden wäre, ne? Aber ich bin nicht Level 6 geworden. Ich hab 100% zu Level 6 gehabt. Ich hab die ganze Wave ulten können. Aber ja, ich bin nicht Level 6 geworden und musste deswegen fucking sterben. Ach, ich hasse mein Leben. Ich hasse Toplane so sehr. Ich will unbedingt jungeln. Ah. Muss aufpassen, er flasht gleich auf mich rauf. Ich bin nicht tot. Bleibt kein Ult. Es ist so boring, Mann. Ich krieg nicht mal Solo-Kill XP, weil Talon daneben steht. Ich bin jetzt einfach anderthalb Level behind. Ah, es ist so boring. Get me out! Ja, Botan hat mich, Botan hat mich. Dieses Game muss ich nichts machen. Trust. Trust, trust, trust. Dieses Game carried aber Botlane so hart, dass ich einfach nichts machen muss. Please. Ich hab's mir heute echt verdient. Ich hatte so viele harte Games. Just carry me. Ja, könnt gerne hochsoppen und Turret contesten. Ich bin nutzlos. Obwohl, du bist auch nicht so stark gerade. Kein Flash, aber wieder Ult hab. Highly tragic. Die beiden Enchanter sind auch super lästig. Ist das ein Game, wo ich Shadowflame kaufen sollte? Ein bisschen ist hinter mich gelaufen. Der hat nur einen Longsword, aber er ist ein Jungler. Ja, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht den Herald einsammeln dürfen. Jinx ist auch nicht ganz hoch rotiert. Weil ich jetzt Help bekommen habe, ist nicht ganz desaströs gelaufen, aber es ist trotzdem ziemlich flat sonst. Der Shadowflame wahrscheinlich dieses Game, ha? Huh? Brauchen einfach bitte Jinx, die carried. Einfach Jinx. Jinx, just carry. 7 Kills beteiligt von 10. Sie ist so OP. Viger scaled. Ich scale ganz okay. Vulva wird outscaled. Er wird später so hart gekitet, aber in Landing Phase werde ich ihn nicht halten können. Ich kann auf jeden Fall noch Herald Resets geben und Ult Resets holen. We should be okay dann.
Bin ich einfach für den Cam, wenn er geholt ist. Auch nicht schlecht, wenn er keine Slowpush hat, auf dem er mich diven kann. Ich kenne wenigstens noch ihn getroffen für meinen Item-Proc. Für meinen Wound-Proc. Rucks spawnen gleich, dann kann ich sie farmen. Ja, ich will nach vorne laufen, ohne geultet zu werden, Toplane zu sterben. Vielleicht kann ich auch Power Spike spielen. Mir fehlt ja nicht mehr so viel Gold für mein Item. Na, Bulliver tankt sehr viele Minions und sorgt dafür, dass er die Wave, dass er seine Passive Resetter bekommt, bevor er lastet. Ich müsste zwar Minions, aber er pusht die Wave nicht zurück. Aron hat fucking Eclipse, der ist OP. Ja. Wenn ich nicht in sein Ult reinlaufe und nicht in Sweetspot tanke, aber es ist komplett fein zu sterben und vorne. Es wäre geiler, wenn ich überlebt hätte, hätten wir vielleicht noch Plates bekommen mit Heroes, aber so ist auch okay. Ich glaube, ich wäre so oder so gestorben. Ich hatte vielleicht wieder Wehr ab eigentlich. Wenn ich Level 9 geworden wäre von dem Kill, wäre ich am Ignite nicht gestorben und dann bam, aber boah, wäre nicht mal Level 9 geworden. Noch ein paar Minions gebraucht. Der Freeze ist gebrochen, wir traden 1 für 1, ist es okay. Ist mehr Gold für uns insgesamt, ne? 300 für Wolibär, 150 mehr für uns, weil Tano kriegt der 100, ich krieg 150, 450 Gold. Klar, Wolibär kriegt Solo Killer XP, aber ich kann eh nicht gegen ihn One-One halten, also whatever. Wir haben nur eine Minute Zeit für Harold, also müssen wir den eigentlich zum guten Zeitpunkt beschwören. Jetzt ist nicht der beste Zeitpunkt, weil Talon in Base ist. Aber ich muss ihn halt für Mitte am besten beschwören. Warum bringt es jetzt nicht so viel? Nur noch Power Spike. Ah, schade, dass gedacht hätte, wäre insane. Ich wollte noch mehr Plates nehmen, bevor wir beschwören müssen. Er tötet ihn sogar einfach solo top-end, dann sagen, das ist OP. Das ist der beste Plate, den ich hab, was ich hier mache gerade, ne? Aber er hat keine Ults, kein Damage, ich bin einfach tot jetzt. Oh Mann. Alter, so traurig. Hat er keine Ult? Er hat Seraphine geultet. Hätte ich drauf achten müssen. Aber was der? Ich meine, der Note ist halt reingekickt. Aber insgesamt wäre es ein guter Play gewesen. Er tötet Toplane. Dadurch kriegt er wohl mehr keine Plates. Aber er hätte auch einfach nur Plates halten müssen. Mit eine Menge Plates. 4 Stück insgesamt. Und Toplane jetzt auch nochmal 2 obendrauf. Aber dass wir mit natürlich sterben, ist nicht quite bad. Vielleicht von Nautilus und mir. Weil ich werde kein gutes Game mehr spielen. Ich werde einfach nur noch weiter so wie jetzt für meine Teammates arbeiten. Ich bin immer noch ein guter Facilitator, ne? Ich kann eine Menge für mein Team machen, sowas wie gerade eben ist nicht bad. Ich glaube eine Top-Wave, die darf Talon farmen, eine Stack-to-Wave sogar. Und ich gehe mit den Gegner und töten die Seraphine, die eigentlich ein starkes Game spielt. Aber so ist hart für sie zu arbeiten und dann bam, kriegen wir Herald Gold. Haben wir gerade quasi Plätze getauscht, weil ich den Herald hatte. Muss der Jungler Top-Defend und ich mit den Gängen. Überlebt er das? Nicht ganz ult ab, leider. Ignite ab. Aber nicht schlecht. Top Wave bounce auch langsam zu mir. Ich habe eigentlich noch Zeit, aber ich muss demnächst catchen gehen. Ah, ich habe einfach Schuh gemacht, dass er stirbt mit Ignite. Just making sure. Chase ihn nicht weiter. Ich gehe Top Wave catchen. Nice! Mein Team spielt gut und ich mache auch noch einen feinen Job mit null Ressourcen. Aber mit wenig Ressourcen, nicht null. Oder wer Triforce, kompletter Psycho, der wird so nutzlos sein. Er ist schon jetzt eigentlich recht nutzlos. Weil er kann halt nichts machen gegen Jinx Veigar. Mein Team carried mich einfach fertig. Aber da habe ich gerade eben auch meinen Job gemacht und mit denen bin ich also. Sowohl bei dem Fight hier gegen die sind, wurde jetzt auch am Ende, aber Jinx carried der Top Carry natürlich. Not bad. Auch ein kompletter Top-Wave eingesammelt. Mein Team hat nicht. Und we deserve it today.
Und nicht komplett gewonnen, steht 12-18, aber Gegner haben Objective Shutdowns. Und Jinx war noch kein Shutdown, als sie gestorben ist, oder doch? 600 Gold, okay. Dann ist sie jetzt immerhin keiner mehr. Shadow Flame ist gut gegen so viele Supports und gegen wahrscheinlich recht wenig MR. Nur Wohlebär will welche kaufen. Wohlebär ist eh nicht mein Gegner. Mein Gegner ist, sind die anderen Champions. Wohlebär wird nichts machen können, wenn er gekitet wird. Wir haben eine fantastische Kombo, um ihn zu kiten, also super. Ja, Wohlebär ist immer noch stärker als ich, und wir wollen, wenn er straight diven darf. Aber ich habe mittlerweile ja sogar mehr Farm als er, wenn ich die Wave catche. Leider wurde straight gesteelt, das ist nicht so geil. Das ist ein großer Objective Shutdown. Ich gehe einfach auf den Turret, er ist so ein Psycho, Mann. Ich ulti ihn einfach für Gold. Und für Damage kann er nicht spielen. Ich kann ihn nicht töten, ich habe keine Ignites. Aber ich will ihn auch gar nicht töten, ich wollte aber den Cannon haben. Mein Job ist ein simpler, einfach nur warten, bis mein Team mich carryt. Das ist cool an Dom, weil er hat sehr viele defensive Ressourcen. Er hat regelmäßig Waves ulten und einfach passiv spielen. Lässt dich, aber Wood kenne du. War nicht unerwartet. Ich muss seinen Ult bekommen. Vielleicht können wir gemeinsam Chase und Kills kriegen. Baller verkauft mich so hart, ne? Aber ist okay, wir kriegen zwei Kills. Er wartet, bis ich reinlaufe. War doch so offensichtlich. Er hätte einfach über die Wand jumpen können und straight reingehen, aber. Fair enough, whatever. 1 für 2. Wir sind hinter ihm. Lulu auch. Aber er ist 2 Level vorne. Er kann locker nach hinten, nach vorne spielen. Er hat sogar V-Coin, der Tyrant. Er hat viele Counterplay-Ressourcen hier, die er einsetzen kann. What the fuck, das ist ein Valga im Portal. Er ist einfach tot. Aber actually, er nimmt noch den Aphelios mit, meine Güte. Das war ein wilder Play. Ich geh Botzeit und werd Krabbe farmen. Weiß. Wusstet ihr, dass ihr im Hextech Gate Damage macht, wenn ihr Rumble spielt? Ihr könnt Q drücken und dann macht ihr schon Schaden, als ob ihr da wärt. Heißt, obwohl ihr nicht da seid, macht ihr Damage. Was ich damit meine, ist, wenn ihr Q anmacht und dann im Portal seid, dann ist der Damage straight hier, auch wenn ihr quasi erst losfliegt. Voll geil. Kann man schon der Wölfe mitmachen. Das ist bis jetzt der beste Anwendungspunkt, den ich gefunden habe, weil meistens fightet da niemand, aber theoretisch, wenn jemand fightet, macht ihr sofort Damage. Meistens könnt ihr aber einfach Wölfe machen. Und das Ding ist, die Wölfe bleiben dann stehen. Die greifen niemanden an, weil ihr nicht da seid. Ihr seid ja untargetable, deswegen bleiben die einfach stehen. Das wurde gechanged. Really? Na, kann ich mir nicht vorstellen. Riot Games fixt sowas nicht. Nicht so schnell. Aber ich werde es herausfinden. Wenn du recht hast, dann werden wir es dieses Game herausfinden. Aber Wölfe spawnen jetzt. Ich könnte resetten für Shadow Flame und es herausfinden. Aber ich mache lieber Botlane-Gank, I guess. Er ist so nutzlos, der arme Wohlebär. Wir können noch eine Wave pushen. Wir müssen uns resetten, bevor Talon uns tut, ne? Bevor Talon respawnt, sonst macht er unser Camp. Wir müssen es herausfinden mit den Wölfen. Ob du wirklich recht hast. Oh, das ist FFO. Scheiße. Wir werden es nicht herausfinden, dieses Game. Und ich kann es nicht im Practice Tool testen, weil Riot Games schlechte Practice Tool macht. Du kannst ja nicht im Practice Tool automatisch die Map beschwören lassen. Die richtige. Das heißt, ich kann es nicht einfach random testen gehen. Bist du sicher, dass es gechanged wurde? Wenn ja, habe ich gerade Bullshit gelabert, aber es ist Riot Games, also vielleicht ist es nicht so. Ja, ich wurde getragen, dieses Game. Nice. Ich habe mich auch leicht gemacht, auf jeden Fall, aber ich wurde trotzdem getragen. Endlich mal leichtes Game heute. Hatten wir uns verdient. Wir hatten uns ein leichtes Game verdient. Bin ich ehrlich. Hatte ich mir wirklich verdient heute.
Komm, ein Game ist Challenger, ist schnell gemacht, dann kann ich endlich wieder Jungle spielen. Dann spiele ich morgen den ganzen Tag Jungle. Ein Game. Ein schnelles Game. Ich brauche 8 LP. Nee, warte, ich kann keine Mathe. 10.